Was geht, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Setup-Reaktion. Kam schon wieder gefühlt einen Monat kein Video. Ich lade aber dafür aktiv auf meinem Gaming-Kanal hoch. Link dazu ist in der Videobeschreibung, könnt ihr sehr gerne mal auschecken. Da kommen nämlich aktuell viel aktiver Videos online als hier. Setup-Mail findet ihr immer noch in der Videobeschreibung, gary.setups@gmail.com. Da könnt ihr weiterhin eure Einsendung zuschicken. Und ich verkaufe den PC aus dem letzten Video, den ich vorgestellt habe. Der Geekom-PC. Schaut euch das Video dazu gerne an, falls ihr Interesse an dem PC habt. Der kostet, glaube ich, neu 800 Euro. Und ich verkaufe den euch für einen Schnapper. Also wenn jemand Interesse daran hat, gerne über Instagram melden. Da könnt ihr mir dann schreiben. Und ja, wie gesagt, also ich werde da nicht krass viel Geld für verlangen. Falls jemand einen PC braucht, kann er sich gerne melden. Setup-Mail sollte wieder prall gefüllt sein nach der langen Zeit. Ja, lasst ein Like da, let's go. Das erste Setup von heute ist von Till. Er ist 12 und ja, mehr hat er nicht dazu geschrieben. Okay, warte mal, wir schauen uns erstmal alle Bilder genau an. So, drei Bilder hat er geschickt. Und ja, also ist ein entspanntes Zimmer, würde ich sagen, für einen 12-Jährigen. Bruder, was? Das da ist ja schon wieder krass. Bin 10 Jahre alt und das ist mein 2.500 € Gaming-Setup. Ich habe in einer Woche Geburtstag und werde mir eine neue Tischplatte, die von Ikea ist das, holen. Mit dem Alex-Schubladenregal. Die Einsendung ist schon länger her. Ich denke, mittlerweile sollte der das schon haben. Ich werde nach dem Geburtstag noch ein Foto senden. Okay, das hat er aber bis jetzt noch nicht geschickt. Gehen wir rein. 10 Jahre alt der Mann, 2.500 € Gaming-Setup. Not bad, würde ich sagen. Für 10. Aber es wäre auch für 14 schon krass eigentlich. Also, da macht es dann auch keinen Unterschied mehr. PC sieht cool aus mit dem Glasgehäuse. Zwei Monitore mit einer Monitorhalterung. Macht man nichts mit falsch bei dem Setup hier. Ja, perfekt, Digga. Hier ist sogar die neue Einsendung. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das hier oder das hier besser finde. Aber ich glaube, das hier ist schon cooler. Ja, das neue ist schon besser. So, der nächste ist 15 Jahre alt und er streamt auf Twitch. Somit hat er also auch eine Kamera am Start und auch drei Monitore. Ist für Twitch immer ganz nice. Ja, auch das hier ist ein stabiles Setup. Der Bruder hat auch gut investiert in Kamera und Beleuchtung. Auf der anderen Seite dann hier nochmal eine PS5 am Start, Xbox 360, ja, Nintendo Switch links, alles was man braucht. Der nächste ist 13 und liebe Grüße aus Österreich, okay. Gehen wir rein. Ja, auch das hier ist wieder ähnlich wie bei dem anderen, stabil. Monitorhalterung ist immer nice, würde ich euch empfehlen. Ist ein Must-Have, kommt man nicht drum rum. Ich denke, ihr seht es auch hier. Die Deko hier auf der linken Seite finde ich auch cool, wo er sogar noch sein Headset draufpacken kann. Habe ich so noch nie vorher bei jemandem gesehen. Also das ist eine coole Deko, schmeckt. So, dann haben wir jetzt hier David, 15 Jahre alt. Das da finde ich jetzt irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Also generell so ein LED-Leuchtband an der Wand ist jetzt nicht ganz so krass mein Geschmack. Ich persönlich wollte mir mal so ein LED-Band kaufen und mir das hier an den Tisch machen, sodass ich halt da nochmal so eine indirekte Beleuchtung habe. Aber ja, ist halt auch unnötig. Keine Ahnung. Ja, auch hier wieder ein normales Gaming-Setup von einem Jugendlichen. Ja, Nintendo Switch ist am Start, Laptop ist angeschlossen am Monitor, geiler Gaming-Stuhl hat er, oben drüber noch ein Fernseher, was will man mehr? Das da ist halt gar nicht mein Geschmack so von den Farben her, aber sieht schon sehr fresh aus und passt auch alles gut zusammen. Joa, eine kleine entspannte Ecke hier, coole Tastatur, die ist fresh. So, der nächste ist 11 Jahre alt und hat geschrieben, ca. 3.600 €, 4 Jahre lang zusammengespart. PC-Specs seht ihr hier. Und ja, dann gehen wir rein. Kabelmanagement ist halt bodenlos, muss man ganz klar sagen. Es geht 10-mal besser. Also, wenn man nur einen Monitor, ein paar Lautsprecher und einen PC angeschlossen hat, mehr oder weniger, dann sollte man das Kabelmanagement schon easy hinbekommen. Ich meine, der hat ja nicht so viel jetzt hier an seinem Setup angeschlossen. Einen Tag investieren, das Ganze fixen und ja, dann hast du ein stabiles Setup. So, dann haben wir jetzt hier Julian, 13 Jahre alt und er hat geschrieben, ca. 4.000 €. Boah, da muss ich direkt sagen, Farbkombination gefällt mir. So dieses Rainbow-mäßige, diese knalligen Farben. Schöner schwarzer Schreibtisch. Tastatur ist auch cool mit der Rainbow-Optik. PC ist clean. Passt auch zum Mikrofon, die weiße Optik. Also, ja, das da ist ein stabiles Setup, gefällt mir. So, der nächste ist 17 Jahre alt. Das ist richtig stabil. Liebe zum Detail. Diese Govee Clyde Star finde ich 10-mal besser als so ein LED-Band an der Wand.
Also wenn, dann sowas, weil es sieht einfach nochmal ein bisschen cleaner halt aus. Sieht moderner auch aus und hochwertiger. Ist eine solide 8 von 10. Nicht ganz so mein Geschmack, auch das hier mit der Steintapete und so. Aber ja, würde ich trotzdem mit einer 8 von 10 bewerten, mit den Pflanzen und so. Mit der ganzen Beleuchtung, der cleane Aufbau, sehr stark. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive. Ja, kann man nicht sagen. Servus, ich heiße Mathis, bin 19 Jahre alt. Okay, Specs haben wir hier. Wir gehen rein. Das sieht ein bisschen zu viel aus auf den ersten Blick. Also, der hat extrem viele Sachen da stehen und an der Wand und alles. Also eine komplette Reizüberflutung. Dadurch sieht es halt nicht mehr ganz so clean aus. Aber 4 Monitore hat er hier. Ich weiß nicht, warum er den hier an der Seite hat. Wäre eventuell besser, wenn er den halt einfach hier oben drüber machen würde. Aber er hat wahrscheinlich einen Grund dafür. Ja, was soll man sagen? Auch hier wieder die GoWeek Lights. 2 Stühle für einen Gast sogar noch. Das Ganze hat einiges gekostet, würde ich behaupten. Jeremias, 15 Jahre alt. Oha, auch 3 Monitore. Mir persönlich wäre das zu hoch. Oder es sieht vielleicht auch nur so aus, weil mein Monitor ist auch oben drüber nochmal. Über den normalen Monitoren. Aber es sieht irgendwie so aus, dass wenn er da sitzt, der Monitor da irgendwie viel zu hoch hängt. Ich glaube auch einfach, dass sein Schreibtisch noch viel höher ist. Ja, das ist höher bei ihm, zu 100%. Ist viel zu hoch, der Monitor da oben. Da festmachen und ja, PC dann vielleicht auf den Boden stellen. Dann hat er nämlich die 3 Monitore übers Eck. Ja gut, hier PS5 und Monitor halt, ne? Dann von Teufel noch ein Headset oder ein Kopfhörer, Ladestation und das war's. Kann man nichts zu sagen, aber ja, guter Monitor ist das und eine PS5 halt. Zum Zocken, perfekt. Was soll man sagen? Digga, was? Das ist ja mal Top 10 Setup von allen, die wir bisher hatten, oder? Also doch, das ist schon safe Top 10. Digga, was? Junge, was ist das für eine Einsendung? Oh mein Gott. Boah, stark. Sehr starkes Zimmer. Wallpaper mit den Glides hier oben. Geisteskrank. Und der PC mit der Wasserkühlung, ne? Bruder, der würde hier gut aussehen bei mir. Sag ich. PS5 hat er auch auf der linken Seite. Dann diese schwarzen 3D-Wallpanels passen auch sehr gut dahin. Holztisch. Bisschen Deko auf dezent, nicht zu viel. Gerade richtig. Ja, und dann hier nochmal die Ecke mit dem Fernseher und mit der Soundbar, die er unten drunter noch festgemacht hat. Raumgröße ist auch echt perfekt dafür. Also, wenn der Raum zu groß ist, dann ist es halt auch nicht mehr so cool, weil die Gemütlichkeit dadurch weggeht. Aber das da ist perfekt. Kleine Couch, Fernsehecke und Setup-Bereich. Top. Also seit langem mal wieder ein krasses Setup. 3er-Setup mit einem Laptop, der angeschlossen ist. Eventuell irgendwann auf einem PC sparen. Aber ja, brauchen wir jetzt nicht großartig drauf einzugehen. Auch sehr cooler PC hier. Schmeckt. Ja, ist in Ordnung. Auch das hier, stabil. Guter Stuhl, 2 Monitore, Digga, von Juice hier, Albumcover eingerahmt, geil. Ja, für 12 sehr stabil. Schreibtischstuhl ist halt ein bisschen mager wie Magerquark, aber kann man ja noch in Zukunft upgraden. Ich würde halt for real als nächstes auf den Stuhl sparen. Da musst du unbedingt eine indirekte Beleuchtung hinmachen, das wird so viel rausholen. Winkelrahmen hinklatschen und dann sieht es nochmal besser aus. Ich heiße Felix und bin 8. What? Ah ne, hier. Ja, perfekt. Was ist denn das für eine Scheiße? Bin vor ein paar Wochen 13 geworden. Ja, Bruder, wie Felix 8. 5.500 Euro, 13 Jahre alt. Auch hier wieder sehr viel Mühe gegeben. Das sieht man. Boah. Krass. Not bad. Auch das hier wieder ähnlich wie das davor. Indirekte Beleuchtung muss man besser machen. Da hat er zu wenig Platz gelassen, deswegen sieht man diese LEDs. Wenn es halt noch ein bisschen weiter rausgucken würde, dann würden halt auch die Matten mehr angestrahlt werden. Somit wären wir jetzt durch. Das waren alle Einsendungen bis jetzt. Schauen wir einfach mal, wann das nächste Video auf dem Kanal hier online kommen wird. Wie gesagt, Gaming-Kanal ist in der Videobeschreibung. Da kommen aktiv Videos. Gerne auschecken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.